Hallo, es geht jetzt weiter im Walzer mit der zweiten Seite und es geht gleich los. Die linke Hand hat wieder diese Walzerbegleitung. Im dritten Takt oben geht der kleine Finger aufs F und wir spielen F, A, C zwei Takte lang. Einmal zum Mitspielen, die obere Zeile, linke Hand, kleiner Finger liegt auf C und jetzt geht der kleine Finger zum F, Ast C. Es geht weiter in der zweiten Zeile. Kleine Finger zum S und wir spielen G, C. Nochmal die zweite Zeile. D, Bass C. Kleiner Finger auf S, G, C. Und der Daumen geht zum H. Schalte auf Pause und spiel die linke Hand bis dahin ein paar Mal, bevor du weiterspielst und wieder einschaltest. Die dritte Zeile, C, jetzt D, Ast C, C, Pause und G und H. Dritte Zeile einmal zum Mitspielen. D, Ast C, C, Pause und G, H, 2, 3. Und die letzte Zeile, da kommen keine neuen Akkorde, C. Letzte Zeile zum Mitspielen und C, S, G, D, Pass und C, S, G, Pause und alle drei Töne aufs Mal. Schalte auf Pause, spiel mehrmals die linke Hand. Jetzt beginnen wir mit der rechten Hand. Oben auf Seite 2. Der erste Ton ist ein S, es beginnt mit dem Mittelfinger. S, C, Mittelfinger geht drüber aufs B, S und F. Nochmal zum Mitspielen, dritter Finger liegt auf S. Dritter Finger, B, S. Und der Daumen aufs F. Die zweite Zeile, auf der vierten Linie der erste Ton. D, C, B, B. Ja, einmal zum Mitspielen. Es ist egal, ob ihr jetzt den vierten Finger nehmt oder den fünften. Nehmt nicht gerade den dritten. Sonst kommt ihr auf die schwarze Taste mit dem Daumen. Ich nehme den vierten. Vier. Zwei. Jetzt kommt auf die Eins die Pause. Auf die Zwei spielt der Zeigefinger S. Wir gehen runter durch zum F. G. Mitte von Takt 8. 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, wechseln. 3, 2. Wechsel
spiele es ein paar Mal für euch. Dann spielen wir beide Hände langsam zusammen. Oben auf Seite 2, der dritte Finger in der rechten Hand liegt auf dem S. Links spielen wir den C-Moll-Akkord mit C, S, G. An der Stelle jetzt geht die linke Hand mit dem kleinen Finger zum F.